Okay, meine Freunde, weiter geht es mit Hearts of Iron 3 und der deutschen Wehrmacht Immersion Mod. Ich habe gerade hier noch zwei Cores aufgestellt und die Divisionen benannt. Wir haben schon 90 Infanteriedivisionen. Und ja, die bewegen sich jetzt noch hier ein bisschen runter. Leider konnte ich diese eine Provinz nicht fertig machen. Ich glaube, ich werde da dann extra noch ein Core erstellen. Und wir haben am Ende letzter Folge, oder ja, haben wir hier einen groß angelegten Angriff gestartet. Was? Warum flüchten die? Nein. Das ist gar nicht gut. Das ist ziemlich nicht gut, würde ich mal sagen. Ja, solche Materialien weiß ich schon, dass sie aus sind. Ja, wie wollen wir das jetzt zu Ende bringen? Ja, die sind eh schon ziemlich zerstört. Könnten ja die, wenn es geht, ja, zum Rückzug zwingen. Okay, hier ist die Linie so ziemlich gut aufgebaut. Da kann man jetzt nicht mehr viel dagegen sagen. Die Linie ist stark aufgebaut. Jedoch hier. Hier sieht das Ganze dann doch nicht so toll aus. Ja. Wir müssen einfach so und so angreifen. Die britischen Truppen sind aber auch nicht gerade stark. Also da sind die französischen Truppen mir schon eine größere Gefahr. Viel größer. Oh, 2%.
hier im Norden sieht das dann doch nicht so toll aus. Kannst da Bodenzielangriff machen. Irgendwo werden wir angegriffen. Ich sehe jedoch nicht wo. Nein, nicht rein. Da würden wir nur ein Loch in der Front riskieren. Oh Gott, oh Gott. Das ist gar nicht gut. Und aufgelöst. Schon besser. Einen möchte ich da stehen lassen. Ja. Und jetzt müssen wir dann schnell handeln. Aufstand. Gelb. Ja. Ich würde mal sagen, ja, ich hoffe, dass das die richtige Wahl ist. Polizei. Klar, warum nicht? Da wird mir aber nichts extra in die Produktion gepackt. Doch, eine Polizeidivision. Muss ich die auch selber produzieren? Wahrscheinlich, oder? Ach, und jetzt werden wir angegriffen. Ja, sicher muss ich die selbst produzieren. Ich habe gerade aber eigentlich hier im Osten eher Angst. Man sieht ja, was die Sowjets da aufstellen. Und ich muss hier eine Verteidigungslinie machen. Sollte es zum Angriff kommen. Und jetzt noch einmal einen großen Angriff. Es könnte einigermaßen knapp werden. Ah, natürlich ist es ein Siegpunkt. Ja, komm, eine. Die Division lasse ich mal kurz da rein. Und die anderen können ja weiterkämpfen. So, Frankreich verliert die ersten Provinzen. Calvi weiß ich nicht. Djibouti müsste das hier sein. Ja, Eritrea. Gehört aber Italien. Ich weiß nicht. Was ist denn. Ob es. Nee.
kann man sich nicht von denen holen. Oh, Japan macht endlich die Niederlande fertig. Genau das habe ich gehofft. Ich frage mich aber, warum sie nicht kapitulieren. Wir haben schon fast alle Siegpunkte, die ich Japan aufgetragen habe. Tja. Egal. Ich speichere. Und ja, jetzt müssen wir aber hier dann mal was machen. Schnell. Nee. Okay, jetzt müssen wir ziemlich schnell handeln. Und zwar hier angreifen. Mit drei darunter. Den Chor darunter. Puh. Die einer noch 41 Stunden. Der kann da ja mal mithelfen. Die können da Bodenzielangriff machen. Bodenzielangriff bei Tag. Bodenzielangriff bei Nacht. So. Krieg verläuft etwas langsam, aber das macht ja nichts, denn dadurch, denn wir haben es eh noch 1939, sogar erst Oktober. Das heißt, wir sind eigentlich gerade mal nach der Invasion Polens gerade, und das ist doch dann eigentlich eh schon schnell, wenn wir schon so nah an Paris sind. Ja. Da möchte ich gleich alle drin haben. Oder nee, die können da mal rum. Die können, nee, ich möchte die Truppen schon vernichten. Das heißt, einer muss dahin. Und die anderen drei, einer weg und weiter geht's. Erfahrene Armee. Das ist doch ziemlich gut, nicht wahr? Wir haben eine erfahrene Armee. Und halten uns ziemlich gut gegen jeden Angriff, der an uns trifft. Oder so. Keine Ahnung. Deutsch halt. So. Frankreich wird so schnell wahrscheinlich nicht kapitulieren. Aber wenn wir dann erstmal in Paris sind, wird das sicher schon einfacher.
So, mir ist gerade eben das Spiel abgestürzt und das wird man in dem Let's Play noch einige Male hören. Das kann ich schon mal voraussagen. Aber ja, es macht ja nichts. Okay, dann hätte ich hier gerne Nachtunterstützung. Oh, die können nicht so weit. Ne, warte, das sind Mehrzweckjäger. Da, die können auf jeden Fall so weit. Dann hätte ich gerne da nochmal meine Mehrzweckjäger. Die können in dem Bereich für Luftüberlegenheit sorgen. Oh, das sind einige Flugzeuge. Kanadische, britische, französische. Das wird sicher nicht einfach. Was ist hier alles zerstört worden? Ja, nicht so viel. Naja. Die Armee würde ich gerne dahin packen, das hier nach Brüssel verlegen und das hier in die Mitte verlegen. Ja, der Angriff da sieht dann doch nicht so gut aus. Aus welchem Grund auch immer. Bombardieren die es gerade, ja. Haben die da überhaupt irgendetwas extra stehen? Nee. Aber das wird alles schon. So. Okay, was ist an denen so anders? Okay. 94% sieht doch viel besser aus als hier. Der kann da aber unterstützen. Dann geht's noch besser. Und hier kann auch einer unterstützen. Und dann sieht's ziemlich gut aus. Ich will nicht, dass Frankreich kapituliert, bevor wir nicht die Maginot-Linie total ausgelöscht haben. Denn man sieht ja, was die alles da an Truppen drin stehen haben. Und ich würde sagen, es ist Zeit für eine weitere Großoffensive. Auch wenn sie über viel zu viele Flüsse geht. Aber dafür sieht sie eigentlich gut aus, gerade hier. Ich muss aber auch mal was mit diesem Korps hier machen, das in Dänemark aufgestellt ist. Unsere Schiffe haben anscheinend schon was versenkt. Aber es ist mir eh lieber, wenn sie nicht wirklich in Gefechte kommen. So ist kein so großes Risiko, dass ich die Schiffe verliere.
Komm schon, schnell da rein. Ich möchte die Maginot-Linie auslöschen. Denn es ist jetzt soweit. Ja. Es ist definitiv soweit, dass die Maginot-Linie weg muss. Da kann mir niemand was sagen. Die Maginot-Linie muss weg. Was auch passiert. Wenn da irgendwelche Truppen flüchten, dann ist das ein Riesenverlust für uns. Denn da sind auch britische Truppen drin, wie man hier sehen kann. Auch wenn es nicht viel ist, es ist etwas. Und alle britischen Truppen, die da drin sind, müssen vernichtet werden. Okay, nee, die können hier mal angreifen. Zack. Nacht. So. Und nee, das kann ich mir nicht leisten. Ich muss hier jetzt drei so schnell wie möglich dahin. Ja, okay. Toll. Beim Leichtpanzer ist die Kanone verbessert worden. Aber jetzt ist es Zeit. Oh ja. Es ist Zeit, die Maginot-Linie anzugreifen. Und somit die Truppen, die darin sind, zu vernichten. Das wird schon. In diesem Bereich möchte ich Luftüberlegenheit haben. Und dann passt das Ganze auch schon. Und ich glaube, damit beende ich die Folge für heute. Also, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder mit Deutschland spielen. Tschüss.